Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Let's Go Evoli hier in Fuxania City. Beim letzten Mal haben wir uns ja doof und dämlich geshoppt. Das heißt, wir können demnächst wieder Hyperbälle werfen, bis uns schwindelig wird. Und ich hätte gerne das Item, was da hinten liegt. Geht's hier raus? Nein. Oh. Ich glaube, wir brauchen demnächst mal Stärke. Ja. Verloren. Okay, Route 19, alles klar, das habe ich noch verstanden. Hi. Da kommen wir noch raus. Früher gab es in dem Haus die Angel, deswegen hatte ich gehofft, dass es da vielleicht irgendeine Entschädigung dafür gibt. Vielleicht hast du ja die Angel für uns. Oh, da waren noch Matrosen, ich habe den gerade beim Rausgehen gesehen. Oh, hi! Du meinst, trifft das Pokémon den Ball, wenn der Rippenrücken klein ist. Vor allen Dingen, das sagen die uns jetzt. Womit der Hälfte des Spiels so schon rumsinkt. Geben die uns Tipps, wie man Pokémon fängt. Ist ein bisschen spät, oder? Vor allen Dingen, man könnte wahrscheinlich das gesamte Spiel, wenn man wollte, nur mit den geschenkten Pokémon durchspielen. Hallo, Fukano. Können wir dich mitnehmen? Nein. Was ist hier? Safari-Zone, Büro des Freundschaftsparks. Hallo, Voltoball. Hast du den hast du es auch auf dem Pokéball da abgesehen? Sorry, aber den werde ich mir schon... Was ist denn? Ist das ein Pokémon? Ja. Guten Tag, ich hätte gern, was es auch immer es hier gibt. Der Direktor wird hier von allen nur Direktor Fleckmock genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie besagtes Pokémon. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Scheinbar nicht. Gibst du mir irgendwas? In der Nähe von Route 19 habe ich etwas golden aufblitzen sehen. Vielleicht versteckt sich ja dort ein Schatz, wer weiß. Hallo, Chanera. Okay, eins weiß ich, das hier ist nicht die Safari-Zone. Es ist der Go-Park. Ich warte hier auf meinen Vater. Er hat gesagt, dass ich alle Pokémon bekomme, die er fängt. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Ich bin schon ganz hibbelig. Die Bilder sind ja cool. Hallo, willkommen im Go-Park. Was möchtest du tun? Erstmal eine Erklärung anhören. Worüber möchtest du mehr erfahren? Übertragung von Pokémon. Du kannst Pokémon aus Pokémon Go in den Go-Park übertragen. Dafür musst du zunächst das Spielmenü öffnen und in den Einstellungen die Option mit Go verbinden auswählen, um dein Spiel mit einem Pokémon Go-Konto zu verbinden. Danach kannst du in Pokémon Go die Pokémon auswählen, die du verschicken möchtest. Bitte seid dir bewusst, dass in den Go-Park versteckte Pokémon nicht mehr zurück auf Pokémon Go übertragen werden können. Tja, ich würde euch das jetzt sehr gerne zeigen, wie es geht, aber dummerweise lässt sich mein Handy mit der Switch nicht verbinden. Das ist ziemlich kacke, finde ich auch. Ich habe keine Lust, mir deswegen extra ein neues Handy zu kaufen. Das ist nämlich noch gar nicht so alt. Hey, bist du direkt auf Fleckmon? Nein. Oh, da hinten ist noch was. Hallo Lapras, wie geht's dir? Mein Lapras mag schon in die Jahre gekommen sein. Es bezaubert mich aber wie eh und je. Weißt du, früher bin ich zusammen mit ihm über die Wellen geritten und zu neuen Horizonten aufgebrochen. La. Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr so gut schwimmen.
Da habe ich mich entschlossen, das Surfbrett an den Nagel zu hängen und hier bei meinem alten Freund zu bleiben. Ach ja, danke, dass du mir zugehört hast. Im Gegenzug könnte ich dir beibringen, wie du die geheime Technik Wellensport einsetzt. Damit kannst du über das Wasser flitzen. Haha, dein kleines Evoli möchte sie wohl auch erlernen. Dabei ist es gar kein Wasser-Pokémon. Ob das gut geht? Du kennst Wie nicht. Dieser Blick in seinen Augen erinnert mich sehr an meinen Lapras. Solch eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt. Pass gut auf. Also, der Trick ist es, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür musst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern und deinen Oberkörper stabil halten. Wie hat die geheime Technik Wellensport erlernt? Das hast du ganz hervorragend gemacht. Hier, mein Surfbrett gebe ich dir auch. Reiche zusammen über die Wellen und breche zu neuen Horizonten auf. Super nett. Tschüss, Lapras. Hey Taurus, möchtest du uns auf unseren Abenteuern begleiten? Sieht nicht so aus. Dabei gäbe es doch sicherlich nichts Cooleres, als auf einen Taurus durch die Gegend zu reiten. Naja, dann nehmen wir uns mal die hiesige Arena vor. Ist zwar nicht so, als hätten wir in letzter Zeit genug Pokémon-Trainerkämpfe gehabt, aber hey, ich kann noch ein paar mehr vertragen. Mal gucken, was hier die Bedingung ist. Ist das hier neblig? Hat hier jemand vergessen, das Fenster aufzumachen? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein weiteres Befinden? Naja, wenn das weiter so bleibt mit dem Rauch hier, ist mein Befinden zukünftig nicht mehr allzu gut. Raucherlunge incoming. Wie du sicher weißt, gibt es hier in Fuxania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich dir das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade mit denen viele Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena zu betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. Bitteschön. So, wie ich sehe, hast du nicht weniger als 56 Pokémon gefangen. Noch knapper, als ich dachte. Damit bist du als ehrwürdige Herausforderer in dieser Arena zugelassen. Hahaha. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf den falschen Fuß erwischen würde. Mach hier einfach mal das Fenster auf. Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er ist damit zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ach, Nidoqueen können wir einfach eigentlich stehen lassen. Erfahrungsgemäß ist das hier zwar eine Gift-Arena, aber die Trainer haben hier eigentlich... ist das hier neblig. Und die haben den Weg geändert. Normalerweise kann man zu dem Trainer so hinlaufen. Aber hey, dann gehen wir eben so lang. Oder sie haben den Trainer, der da unten in der Ecke war, einfach wegrationalisiert. Das ist der Trainer, der da in der Mitte stand. Das kann natürlich auch sein. Also nicht in der Mitte, also linksmittig. Das ist schwierig zu erklären. Oh wow, ein Gift-Pokémon. Scheinbar ist man hier doch in der Lage, Gift-Pokémon einzusetzen. Oh wow, knapp überlebt. Au. Gott, ich wünschte, wir könnten den Rauch hier einfach mal wegschwemmen. Ein Königreich für einen Luftzug. Tada! Dieser Rauch ist quasi die visuelle Darstellung davon, wie ich mich fühle, wenn ich eine Raucherwohnung betrete. Okay, hier ging es früher mal lang.
Schön, dass sie auch den Weg geändert haben. Oder zumindest ein paar kleine... Ah, wie schön man den Weg hier im Rauch sieht. Gott, es gab Zeiten, da habe ich mich hier mit... Wobei, die unsichtbaren Wände hat man eigentlich schon immer leicht gesehen. So ist es ja nicht, dass die in den ersten Generationen ganz weg waren und man sich da wirklich mühevoll durchtasten musste. Also von daher sage ich da mal nichts gegen. Im Gegenteil, den Rauch finde ich eigentlich eine ziemlich coole Visualisierung davon. Macht mehr Sinn als einfach nur so ein paar Striche auf dem Boden. Das ist ein Slimog, by the way. Wie ich das fasse. Ja, setzen wir mal weiter Donnerblitz ein. Ich habe keine Lust, jetzt andauernd hier Runden zu vergeuden, damit dass wir nicht treffen, weil wir halt erst unter die Erde gehen und dann angreifen. Oh, es kann sich heilen. Wenn du so weitermachst, habe ich... Und es ist eine Feenattacke. Wie komme ich denn darauf, dass Mondgewalt eine Heilattacke ist? Oh. Hier läuft aber was richtig falsch. Gott, ob wir das Slimog je kaputt kriegen? Naja, Mondgewalt macht wenigstens nicht viel Schaden. Ich wusste gar nicht, dass Slimog das lernen kann. Wobei, wundern tut es mich irgendwie nicht. Slimog kann ja alles Mögliche lernen. Also, jetzt ist langsam aber mal gut. Kann ich dich mal langsam besiegen? Ah, langweilig. Irgendwie. Dieses Slimog ist einfach nur zum Augen verdrehen. Ja, wie sagt man so schön? Was macht man mit Scheiße? Man spielt sie weg. Ah, toll, das hat's auch noch überlebt. Wäre ich mal beim Schaufler geblieben. Ich glaube, das hätte die Sachen wesentlich einfacher gemacht, wenn ich einfach Schaufler eingesetzt hätte, statt 3-4-mal Donnerblitz. Der setzt ja eh jede zweite Runde Schutzschild ein. Ja. Schau. Das wurde aber auch echt Zeit. So, was kommt als nächstes? Ein Bibor. Wofür haben wir denn Akani, wenn wir es nie einsetzen? Weil es kann zwar nur Glut, aber für Bibor sollte es reichen. Natürlich sind wir vergiftet. Das heißt, wir überleben keine drei mehr. Och, ernsthaft. Sorry, aber das wird mir jetzt zu blöd. Oh, das ist mal reit schon. Oh, das war wie. Naja, soll wie das übernehmen. Alter, weh, du vergiftest das jetzt auch noch auf Anhieb. Ich glaube, es war gut, er sitzt jetzt Schutzschild an. Das hätte auch nach hinten losgehen können.
Natürlich. Ach. Da setzt man einmal nicht Nidoqueen ein, ne? Oh, ich will nicht gerade schon einsetzen. Ja, versucht das zu vergiften. Ich finde es auch schön, wie er das nach 1, 2, 1 einmal einsetzen immer gleich vergiftet. So, have fun. Hui. Na, ganz ruhig, du hast es ja gleich geschafft. Oh, es ist schneller, es ist nicht gut. Alter, dieser Trainer ist einfach... Der Trainer, der ist Gift, aber richtig. Der wäre echt kein Problem gewesen, wenn er mit seinem Bibo nicht andauernd seinen scheiß Gift da austeilen würde. Außer sehen, natürlich, natürlich, ne? So. Du bist außergewöhnlich doof. So, ich habe jetzt keine Lust, zurück ins Pokémon Center zu rennen. Gut, dass wir genug Teilsachen gekauft haben. Ab sofort kämpft Nidoqueen wieder. So. Das kann man wenigstens nicht vergiften. Das ist quasi schon vergiftet. Das lebt mit diesem Gift. Die war doch immer am Weg. Ach, ist jetzt weg. Okay, dann gehen wir hier lang. Hi. Alter, diese Frisur. Not bad, Junge. Was benutzt du für ein Shampoo, dass die Haare so geschmeidig aussehen? Ja, setze dein Schutzschild ein, wir sind weg. Ciao. Man sieht sich. Hast du fein gemacht, Nidoqueen. Da ist der Weg. Hi. Wow, drei Pokémon. Also auf ein neues Nidoqueen. Au. Wir wissen ja mittlerweile, wie das läuft. Eins. Und Bisaflor ein Level up. Und noch ein Apollo. Wir könnten auch Raichu gegen die ganzen Gift-Pokémon einsetzen. Aber die Apollo hier können Tiefschlag und das ist sehr effektiv auf Raichu. Und Spukball. Das ist auch effektiv. Na klasse. Sicher. Alles, was du sagst. Wisst ihr was? Das wird mir zu blöd. Hier greift das mal mit dem Spukball an. Bitte gefallen. Na, Tiefschlag hat da jetzt gerade auch keine Wirkung gegen. So. Hast du fein gemacht. Und Level 42. Ich wollte gerade 32 sagen, aber es ist jetzt 42. Und das letzte Apollo.
So. Soll sich Nidoqueen mal ein bisschen ausruhen. Packen wir mal Reitsch nach vorne und mal sehen, wie das läuft. Hi. Ein bisschen anders ist der Weg, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch derselbe. Oh ja, Nidoqueen hat jetzt ja gar nichts mehr gegen Pflanzen-Pokémon in der Hand. Keine so schlechte Idee gewesen, auf Raichu zu wechseln, zumindest für diesen Kampf. Okay. Wir sollten dieser Knoss vielleicht schnell beseitigen. Ich habe keine Lust, einen Solarstrahl ins Gesicht zu kriegen. Und ein Smogmog. Smogmog konnte Finsteraura und so einen Kram. Setzen wir lieber Nidoqueen ein. Ja. Oh wow, das kann auch eine Weile dauern. Wenigstens hat der uns nicht auf Anhieb verbrannt. Das wäre noch schöner gewesen. Ja. Ja, danke schön. Ein Volltreffer, wenn man einen Volltreffer braucht. So, mal kurz einen Trank geben. Dann können wir Nidoqueen eigentlich auch gleich mal ein Elixier geben. So oft hat sie Schaufel ja gar nicht mehr. Oh wow, drei Pokémon. Na, das aber kommt bestimmt Knirscher. Versuchen wir es trotzdem mal. Sah doch gut aus. Und noch ein Arbok. So, lass mich raten, das ist noch ein Arbok. Erstmal drei Schuhe Level Up. So. Und das war Arbok. So, und damit wären wir bei Koga angekommen. Ich will nur Raichu eben noch einen Elixier geben. Damit uns gleich nicht die... Boah, ich kann ihn eigentlich auch einen Ether geben. Davon haben wir mehr. Ich will ja nur die Psychokinese auffüllen. So. Dann würde ich sagen, ich cutte mal an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüss.